Dreimal. Ja, und dann holen wir uns noch hier drüben das. Warum konnte ich nicht verurteilen? Der war zu schnell runter. Gut, auf jeden Fall haben wir die Sachen schon mal. Zum Fälschen muss ich da hinten an den Tisch. Nur da kann man schreiben. Ich werde eure Demütigung genießen. Ja, die flinke Feder, wie bei Harry Potter. So, fälscht euren Verurteilungsbrief. Überlegt, was ihr schreiben möchtet. Das ist alles freundlich. Ich hätte eher was anderes, irgendwas Fieses genommen. Ey, du, irgendwas. Seid gegrüßt, Steinkopf. Schreibt euren echten Namen, einen falschen Namen, diesen Fiesling. Achso, auf Erlass des Meisters verbannt dieser Brief in den Glutdistrikt. Diesen Fiesling. Unter den Verbrechen ist Beleidigung des Meisters, viel zu gutes Aussehen, endloses Reden, sich als Ernte ausgeben, Mord, Dokumentenfälschung und ewiges Nachdenken über noch so kleine Entscheidung. Nett. Ich würde mal sagen, Ernte ausgeben, das fand er immer ganz doof, weil das sind die wichtigen. Diese Person soll hinter den Mauern des Glutdistrikts verwahrt werden. Dauer, solange es der Meister Freude macht, ein Jahrtausend, eine Million Jahrtausende, für die Ewigkeit oder 12 Minuten. Solange es dem Freidermeister Freude macht. Das klingt nach ihm. Wählt eine Schlussformel. Hochachtungsvoll der Meister. Überhaupt nicht hochachtungsvoll der oberste Kämmerer. Ich habe ein Auge auf euch, die Anklägerin. Hochachtungsvoll ein garantiert echter Ventur-Typ. Oder ergebens Steinkopf. Ja, mit Steinkopf unterschreiben. Einen Brief an Steinkopf mache ich nicht. Der oberste Kämmerer, der ist nicht hochachtungsvoll. Wird jetzt spannend, ob Steinkopf auf jeden Brief dann anders reagieren würde. Also angemessen, je nachdem, was man gewählt hat. Wenn ihr die Quest schon gemacht habt und was anderes genommen habt als ich, dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Nicht weiter! So, hier, habe so einen Brief dabei. Bösewichter haben Papiere. Ja, hier. Diese bösen Papiere sehen sehr, sehr böse aus. Oh, Papier hat schicken Stempel und lange Wörter. Natürlich, ich kann alles lesen. Und da steht bestimmt, was ihr behauptet. Okay, ihr verschwinden, Fiesling. Zu spät dran gedacht. Fallt, fallt, fallt! Was ist denn hier los? Truppe verloren, Trug geboren. Verlorene Sibyl. Gruß ist wertlos, ein Märchen bloß. Diese Wand hier ist in erbärmlichem Zustand. Sie murmelt unkontrolliert vor sich hin und kratzt am Boden. Das haben wir schon mitbekommen. Plötzlich sieht sie hoch und zeigt mit dem Finger auf euch. Hat ein Gegner keine Fähre, wird er nicht froh, kann man nicht achtsam, wenn man nicht achtsam wäre. Sie scheint auf eine Antwort von euch zu warten. Findet heraus, was die verlorene Sibyl euch zeigen will. Nutzt List! Schnell, der kratzt, den kratzt! Ich renne dir einfach mal hinterher. Haltet Schritt! Ja, mach ich schon. Übles Haus! Oh, welch Graus! Irres Haus! Herab!
Du bist aber schnell. Schaffe ich ja laufend gar nicht. Listiger als der Fuchs. Hohn und Spott ganz flugs. Seid ihr das, Tabins? Habt ihr meine Nachricht erhalten? Och, ihr seid gar nicht Tabins. Verzeiht meine Manieren. Ja, das ist schon okay, weil Sibyl hat mich hier hingeführt. Du bist Theotar, der wahnsinnige Herzog. Wahnsinn! Entschuldigt keine schlechten Manieren. Ja, der ist in der Tat schon wahnsinnig geworden. Na, wenn ihr kein unerwarteter Glücksfall seid. Ich fürchte, ich habe keinen Tee, den ich euch im Moment anbieten könnte. Verzeiht meine schlechten Manieren. Falls ihr meinen Sonnenschirm findet, beschützt ihn. Nein, werde ich nicht machen. So, du hast eine ganze Menge von Aufgaben. Ihr werdet nicht glauben, was mir widerfahren ist. Ich war auf meinem täglichen Spaziergang, als Marquis Fausthagel und seine Rüpelbande mich attackiert haben. Bei all den bedauerlichen und ungebührlichen Gebaren, das sie in den Tag legen, haben sie auch meinen Sonnenschirm zerstört. Eine Tragödie höchsten Ausmaßes. Ohne ihn bin ich in dem verfluchten Licht, das auf diesem Land lastet, schutzlos ausgesetzt. Der Marquis nennt ein verborgenes, schattiges Versteck in der Nähe sein eigen. Würdet ihr meinen Sonnenschirm rächen und diesem Rüpel Manieren beibringen? Tötet Marquis Fausthagel. Werde ich gerne machen. Ich mag Sonnenschirme. Auch wenn es hier in Irland meistens eher regnet. Theotars Mission. Oh, die Anklägerin schickt euch. Wie verwegen. Mir ist das Schicksal von Prinz Renatal tatsächlich bekannt. Zumindest teilweise. Als unser Angriff auf die Burg des Meisters fehlschlug, wurden wir beide gefangen genommen. Ich wurde in den Glutdistrikt verbannt, aber den Prinzen hat man nach Sündensturz verschleppt. Ich arbeite an einem Fluchtplan aus diesem lichtverseuchten Land, um ihm zu folgen, aber das Licht hier erschwert das Denken ungemein. Früher hat mich mein Sonnenschirm geschotzt, aber diese Rüpel haben ihn zerstört. Ich sollte ihn doch rechnen. Haben wir ihn nicht noch mitgenommen? Helft mir, ihn wiederherzustellen und wir werden den Prinzen gemeinsam finden. Deswegen sammeln wir versenkte Planken und majestätische Stofffetzen. Ja, kann man so einen Sonnenschirm zusammenknüppeln. Seid ihr schon einmal in einem Aschegul begegnet? Die erbärmlichen Kreaturen kriechen über den Boden, springen auf alles drauf, fürchterliche Tischmanieren. Dieses unglückselige Schicksal erwartet alle Ventier, die dem Licht zu lange ausgesetzt sind. Der überwältigende Schmerz, den es verursacht, bricht unsere Entschlossenheit, unseren Verstand und letztendlich auch unseren Körper. Mit den richtigen Fertigkeiten ist es möglich, den Verfall durch das Licht umzukehren, aber nur, wenn er schnell behandelt wird. Für die Aschegule in diesem durch das Licht versenkten Krater gibt es allerdings keine Erlösung mehr. Man kann ihn nur noch auf eine Art Gnade erweisen. 12 Aschegule töten. Falls ihr eine Mech, entschuldige mich im Voraus für das, was da draußen aus mir wird. Das Licht ist unerbittlich mit meinesgleichen. Also er hat noch volle Entschlossenheit, aber was passiert, wenn die weg wäre? Ich markiere mir erstmal den rennt er dann einfach zurück oder passiert was Schlimmeres? Das wissen wir noch nicht. Aber ich habe ja keine Quest, die sagt, passt auf, dass er die Entschlossenheit nicht verliert. Vielleicht muss man ihn einfach dann neu holen. Und warum folgst du mir überhaupt? Da bin ich auch noch nicht sicher. Oh, hallo, Dunkel. Zur Asche! Zur Asche! Ja, zur Asche, zur Asche. Ja, der wäre halt gut, um die Quest abzugeben. Ein Questgeber, der mitläuft. Oh, hallo Dunkelheit,
Mein alter Freund. Ich dachte, hier wäre irgendwo Erz. Da vorne ist das Erz. Ich wollte Erz zum Marquis. Oh, hallo Dunkelheit, mein alter Freund. Kann man auch zwischendurch mit dem vielleicht in den Schatten rennen, damit es dem wieder besser geht? Aber wie ich schon sagte, es ist keine Quest, dass der nicht entschlossen, dass der die ganze Zeit entschlossen sein muss. Gut. Ja, tut mir leid, dass es brennt. Alles. Schauen wir kurz. Sieht hier aus, als wäre hier vielleicht Schatten. Komm mal hier hin. Geht deine Entschlossenheit hin? Kurze Verschnaufpause. Danke. Es scheint allerdings nicht wieder hoch zu gehen. Es bleibt nur stehen. Und die Lichtdurchbohrung kann man wohl auf ein Ziel anwenden. Für alle, die kein Licht vertragen. Aber noch nichts gefunden, mit dem man das wieder steigern könnte. Da kann man die Licht... Aber nee, Lichtdurchbohrung hört sich ja eher... Das Licht verblasst. Wollt ihr ein wenig spazieren? Nee, hätte mir auch gedacht, dass das eher das Gegenteil von dem ist, was er will. Ich wünsche euch ebenfalls alles Gute. So, wir bekämpfen das mal, wenn möglich, von hier, wo wir noch im... Was? Aha. Habt ihr getan? Ein One-Hit quasi. Ja, jetzt stehst du wieder im Licht, ich weiß. Oh, komm mal hier rein. Hier ist schön schattig. Da geht es meinem Freund besser. So, der Marquis hat mich zum Glück nicht gesehen. Ins Licht mit euch, Schwächling! Hier ist schön schattig. Doof wäre natürlich, wenn er dann nicht mehr entschlossen genug ist, dass dann alle nicht beendeten Quests abgebrochen werden. Ich hoffe mal nicht, aber ich habe bei nirgends beigelesen so eine Warnung. Und daher gehe ich mal davon aus, dass das nicht so sein wird. So, in den Staub, Marquis, bitte. Wenigstens sterbe ich in Dunkelheit. Das sollte euch Manieren lehren, Grobian. Deswegen gehen wir es zur Sicherheit ab. Mache ich ja normalerweise erst, wenn alles immer Verzeiht gemacht ist. Aussehen. Mein Haar ist heute so wild. So, er wird langsam wahnsinnig. Ja, Gerechtigkeit für Sonnenschirm überall und für die Elfen in Schloss Hogwarts. Falls ihr meine Teekanne findet, trinkt daraus. Nee, ich muss mich ja erst noch um deinen Sonnenschirm kümmern. Wir brauchen immer noch... du kannst Stoff haben. Ja, Entschlossenheit geht wieder runter.
Ach, muss das sein? Ja, er wird bald weg sein. Oh, kurze. Verflucht! Sei das Licht! Ja, Licht doof. Sag ich als Gamer auch. Nichts zählt. Eure Augen werden zu Staub zerfallen. Endloser Schmerz. So, du hast keine Entschlossenheit mehr. Versteckt. Dunkel. Sicher. So, du komm mal kurz her. Okay, du bist immer noch dabei. Sicher. Obwohl du vollkommen wahnsinnig geworden bist. Ja, schrei doch mal ein bisschen. Ein bisschen Stoff brauchen wir gleich noch. Gut, ich kann immer noch Quest bei dir abgeben. Ein würziges Aroma. Ihr werdet ein toller Tee. Nee, will ich nicht sein. Wir brauchen noch ein bisschen Stoff. Einmal noch. Versteckt. Dunkel. Sicher. Du könntest Stoff haben. Nicht genug Schatten für uns beide. Es ist mir ein Vergnügen. Pink und Weiß. Gubbins, wo bist du? Ich bin immer noch nicht Gubbins. Eine lebensverändernde Unterhaltung. Ja. Ich werde sie nie vergessen. Dem Licht ausgesetzt zu sein, hat dazu geführt, dass Theotar keine schlüssigen Sätze mehr bilden kann. Statt euch zu sagen, wie er sein Versteck erreicht, murmelt er zusammenhanglos und zeigt in zufällige Richtungen. Verirrt, Sip, Tobit, zu spät zum Tee. Ihr müsst Theodars Versteck auf andere Weise finden. Falls ihr mein Hemd findet, vergrabt es. Einer im Wahn, zwei aus Schlamm. Gut, ich wollte der jetzt gerade folgen. Und dann begann der Kampf. Aber wahrscheinlich hätte auch der am Ende der Pfeil auf der Minimap mir gezeigt, wo ich hin muss. Ohne Sibyl. Sibyl scheint auch wahnsinnig zu sein schon. Aber ist trotzdem noch hilfreich. Der Pfeil zeigt nach oben. Versteckt. Dunkel. Sicher. Da ist sie. Muss ich ein bisschen näher dran, damit das Spiel erkennt, dass ich ihr gefolgt bin. Versteckt. Licht für dunkel und Brand. Sicher. Das ist allerhand. Allerhand. Ungekrönter Hund liegt versteckt auf dem Grund. Dunkel. Sicher. War hier nicht das Versteck? Gleich und gleich. Licht schmerzt, Theodar. Tabitz und Gubbins können richten. Tee lässt das böse Licht verschwinden. Ja, ich glaube, ein Teekränzchen wäre genau richtig. Ja, was geht über einen Tee oder Kaffee? Tabitz und Gubbins können richten. Gubbins und Tabins sprechen wir aus einem Mund. Das ist nicht gut.
Ich habe auch zu tun. Theodar hat Tabins besonderen Tee beigebracht, der Licht verschwinden lässt. Tabins ist ein guter Teemacher. Seht zu, wie Tabins macht, dass Theodar sich wieder gut fühlt. Dann fühlt Tabins sich gut. Helft Tabins dabei, den besonderen Tee zuzubereiten, der Theodar heilen soll. Da steht nicht heilen wird, heilen soll. Wahrscheinlich geht damit irgendwas ganz übel schief. Mir brennt der Kopf. Tabins müde. Ihr rastet. Tabins macht Tee. Tee macht Theodar froh. Ich mach Nachdenken, froh. Tabins. Rezept war... Ja, was war ein Rezept? Drei Teile Stinkestoff. Muss ich das aufschreiben? Drei Stinke. Habe ich mal gemacht. Weil ich sehe hier nicht, dass ich was einsammeln kann. Drei Teile Stinkestoff. Ach so, muss ich das einsammeln? Okay, verstehe. Das ist aber wohlreichender Wedel. Aber okay. Drei Teile Stinkestoff. Da steht ja das Rezept. Gut, die ersten Sachen haben wir wohl eingesammelt. Vier Teile fauler Fels. Ja, ein bisschen lassen wir da aus. Da wollte ich nicht so weit laufen. Vier Teile fauler Fels. Stinkestoff und fauler Fels. Das klingt hervorragend. So, einmal müsste er reichen. So, was noch? Hey, mach weiter. Zwei Teile Brandbuckel. Ja, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, da drüben zu stehen. Da hätte man vielleicht beide kriegen können. Zwei Teile Brandbuckel. So, was kommt noch rein? Ein Teil harziges Holz. Ja, mit einem lecker Harz dabei, damit er eine gute Konsistenz bekommt. Dann noch die Dornen. Alle Finger spitze Piekser. Wollte ich gerade sagen, das sieht aus wie Dornenzeug. Okay, das brauchen wir eine Menge für. Zum Glück muss man die nicht beim mit einem mal einsammeln. Alle Finger spitze Piekser. Das war einigermaßen erfolgreich. Alle Finger spitze Piekser. Fertig. Glaube ich. Und jetzt müssen wir flüssigen Schatten. Zuletzt noch Teekanne. Muddensprudel. Tabins müde. Aber Theodor sagt, muss immer rein. Das ist wie ein Schuss quasi. Tabins weiß am besten. Tee ist fertig. Tabins gibt den Theodor. Ich habe auch zu tun. Tee macht Theodor immer froh. Los, aufwachen! Oh, oh, oh. Hallo, Dunkelheit, mein alter Freund. Mein lieber Tabins, diese neuen Aromen machen die Schmerzen fast erträglich. Gabins, ihr habt meinen Sonnenschirm doch wohl schon rekonstruiert? Ja,
Gabins, gut gemacht. Tatsächlich, mein Freund. Mehr als andere. Wir haben aber nicht seine Lieblingsfarben, die waren ja pink und weiß. Aber na gut, muss es halt so gehen. Ich warne euch, ich dulde keine Fisimatenten, an denen ich nicht teilhabe. Ich glaube, du könntest dich recht gut mit den mit der einen Lady Schlag mich tot im Adenwald verstehen. Die macht ja auch gerne immer Scherze. So, ich hoffe, ich war unter dem Einfluss des Lichts nicht allzu unhöflich. Ich bemühe mich, mich zusammenzunehmen, aber der Schmerz, den es verursacht, macht einen wahnsinnig. Wie dem auch sei, der Tee hat meine Lebensgeister wieder geweckt. Als ich Prinz Renatal das letzte Mal gesehen habe, hat der Meister ihn in den großen Turm verschleppt, der über dem Glutdistrikt aufragt. Ich selbst und einige andere haben daran gearbeitet, den von unten her Zugang zum Turm zu erlangen, aber es gibt Hindernisse. Wenn ihr bereit zum Aufbruch seid, führe ich euch in unser sogenanntes Hauptquartier, das Refugium des Wahnsinnigen. Eskortiert Theodat zum Refugium des Wahnsinnigen. Die Frage ist... Ihr geht einfach. Ja, ich bin auch dafür, diese Unterhaltung zu beenden. Natürlich. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder schnell genug, bevor er wieder wahnsinnig wird, aber er hat ja jetzt einen Sonnenschirm, vielleicht ist das nicht nötig. Andere ist, es kommen einfach zwischendurch Gegner. Dritte ist, das gab es ja früher ganz oft bei Escort-Quests, zum Beispiel bei dem Huhn oder so, läuft immer weiter, auch wenn man im Kampf ist, läuft weiter und dann kann man zu weit weg sein. Na, schöner Tag für einen Spaziergang. Möchtet ihr uns begleiten, Lady Sibylle? Vermummte rennen, Ruinen brennen, man wird's erkennen. Reizend, lasst uns die Aussicht genießen. Ja, bin ich auch für. Die waren eben, glaube ich, noch nicht da. Niemand erwähnt, wie unhöflich das Licht ist. Es ist sehr unhöflich. Zumindest bleibst du stehen, während ich kämpfe. Das ist schon mal angenehm. Tabins, etwas Tee. Ach, musste der Herr warten. Ich entschuldige mich. Diese vermummten Grobiane sind eine echte Qual. Etwas mehr Schatten, Gabens. Schatten, Schmatten. Du stehst nicht im Schatten. Du bist voll im Sonnenlicht. Jetzt hast du schon einen Schirm und stehst nicht vernünftig drunter. Oh, Tässchen? Oh, Kussblöcken, meine Liebe. Nicht gleich. Braver Kerl, ich werde dich schnell verarzten. Bist du Jäger? Anscheinend. Wo gehen wir denn lang? Man kann es noch nicht erkennen, wo es enden wird. Der Unterschlupf der Rohlinge ist auf dem Hügel. Die verhüllte Zuflucht. Splitter verloren. Wächter unterfroren hinter unseren Toren. Und was ich rein, ist gut. Sie haben wie üblich einen Abgesandten geschickt, um uns willkommen zu heißen. Sieht mir nicht wie Abgesandte aus. Und irgendwelche Steine fallen da runter. Ja, geh einfach Lass schon mal. Trübsal verklingen, tanzen und singen. Etwas Tee beim Warten. Wir sollten nicht trödeln. Zur Entspannung sprinte ich auch schon mal.
Oh mein Gott. Ich merke auch schon, wie langsam meine Gehirnzellen absterben. Tabins, etwas Tee beim Warten. Uns alle befreien.